das, was der Name schon sagt, also dass man tatsächlich alles in die Stimme legt und komplett diese Geschichte mit so, ich bin ja völlig aufgelöst, ich habe mich gerade wieder schön gemacht für Sie nach 2 Tagen Hörspiel. Man sieht ja wirklich aus, wie da drin ist eine Luft zum Schneiden mit 6 Kollegen, weil man ja alles wirklich spielt. Sobald du dich davon verabschiedest und denkst, ach, jetzt machen wir mal 70%, es ist nur Hörspiel, geht es sofort in den Eimer. Also man muss wirklich Vollgas geben, fast noch mehr als sonst, damit es wirklich eine totale Konzentration auf die Stimme hat. Und das, da kann man förmlich so die Luft wie so mit so einer Spritze wegsaugen. Die Heidi Lohmann ist ein persönliches Geschenk von Jan Weiler an Annette Frier als Schauspielerin. Ist ein Albtraum für jeden Schüler. Ich habe da so ein bisschen im Bekanntenkreis meiner Eltern geforscht. Ich bin ja Lehrerkind. Da gibt es viele Vorbilder für die Frau Lohmann. Die ist einfach wahnsinnig anstrengend, sehr pedantisch, irgendwie auch sehr korrekt. Also das Schöne ist, wenn man sich erstmal auf so eine Figur einlässt, dann hat die recht. Also aus ihrer Perspektive ist das alles total nachvollziehbar. Aber Empathie wäre jetzt nicht unter den ersten 10 Nomen, die man im Zusammenhang mit Frau Lohmann gebrauchen würde. Naja, es ist schon eine Anspielung auf die geschlossene Gesellschaft von Sartre. Also das ist das, was den Inhalt betrifft. Und es ist sehr scharf pointiert. Es ist wirklich so, diese Leute, dadurch, dass sie eingeschlossen sind, sind auf einer Insel gelandet, gemeinsam, unfreiwillig, was immer viel Komik birgt, wenn man mit Menschen in einem Raum ist, mit denen man nicht im Raum sein möchte und sich das nicht freiwillig ausgesucht hat. Man denke daran, wie hart es schon ist mit Menschen, mit denen man freiwillig in einem Raum ist. So. Letztendlich ist das der Grund. Ich möchte eigentlich immer in meiner guten alten Tradition lauter Käseteller mit Jan Weiler und Leonhard Koppelmann im Balthasar essen, in Sülz. So, jetzt ist es raus. Es ist keine künstlerische Entscheidung, es hat mit einem Käseteller zu tun. Nein, es ist in der Tat so, dass wir das wirklich jetzt schon, ich glaube, wir haben das 6. Hörspiel ist das, was wir jetzt zusammen machen. Und wir haben auch schon überall gelesen, auf Schiffen, in Kellern, auf Dächern und ich bin ein großer Fan von Jans Schreiberei und ich mag auch seine Ironie und dass er wahnsinnig treffsicher ist mit seinen Pointen und das ist mir echt immer ein Fest.